Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Cyronos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar schauen wir uns gemeinsam die Season of Discovery an. Ich habe die schon mit ein paar Chars gespielt, allerdings Phase 2 noch gar nicht. In der Phase 1 hatten wir unter anderem hier den guten Charakter, Hexenmeisterin, und wir hatten auf einem anderen Server, auf der Allianz-Seite, PvE-Server, hatten wir hier Kaoshara, eine Druidin, Antandra, Kriegerin. Und gut, das sind hier so ein paar so erstellte, die spielen nicht so eine Rolle. Aber Kaoshara und Antandra kennen vielleicht ein paar von euch auch aus dem Stream oder irgendwie aus ein paar anderen Videos. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, dass wir auf Lone Wolf anfangen mit einem Schamanen. Schamanen habe ich in Classic noch nie gespielt. Und jetzt in Season of Discovery auch nicht. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie der Schamane sich spielen lässt. Aber ich habe Bock drauf. Schamane auch ja sehr, wie sagt man, eine sehr vielseitige Klasse. Und deswegen, wir werden wirklich von Level 1 bis aktuell 40 zusammen durchziehen. Wir haben ja auch aktuell den Vorteil, dass wir den 100% Buff haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall auch mehr Erfahrung, die wir kriegen. Und das wird richtig, richtig nice. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und wenn es euch gefällt, dann natürlich auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Damit unterstützt ihr mich am meisten. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir machen kleine, aber feine Parts. Ich denke, da ist nichts Verwerfliches dran. Und ich denke mal, wir bekommen jetzt auch direkt irgendwie erstmal ein Intro über die Einführung der Trolle. Ich bin sehr gespannt. Die heimtückischen Trolle der zahllosen Dschungelinseln der Südsee sind bekannt für Grausamkeit und dunklen Mystizismus. Sie sind barbarisch und abergläubisch und hassen alle anderen Völker. Klingt schon mal sehr fies. Der vor langer Zeit aus seiner angestammten Heimat Stranglethorn vertriebene Darkspear-Stamm wurde von marodierenden Murlocs fast ausgerottet. Der junge Kriegshäuptling Thrall und seine orkischen Krieger retteten die Darkspear, worauf sie der Horde Treue schworen. Unter Führung des schlauen Schattenjägers Vol'jin leben die Darkspear jetzt mit ihren Ork-Verbündeten in Durotar. Mhm. Als einem der wenigen Überlebenden der Darkspear obliegt es euch, den Ruhm des Stammes wiederherzustellen. Ja, ist halt relativ cool, ne? Wir sind, du Scheiße, ey. Also, wir leveln auch eine Zeit lang mit dem, Rested XP Guide, aber nur bis 20 oder was ist das hier kostenlos? Select Speedrun Guide. Select Speedrun Guide. Hier nehmen wir nichts mit, Submit and Continue, und dann haben wir direkt hier unsere ersten Steps, die wir machen können. Ich werde das Interface mal so ein bisschen einstellen. Das könnt ihr gerne kurz einmal mitschauen. Das ist jetzt nicht so. Es ist jetzt nichts Wildes. Sieht nach mehr aus, als es ist. Und ich würde sagen, Aktionsleisten. Hier mal so ein bisschen Kampftext über dem Charakter. Auch gerne. Ach so, und dann würde ich sagen, wir gucken nochmal hier kurz rein. Was haben wir denn hier? Schönes Angreifen, Ausweichen. Berserker haben wir zum Beispiel gar nicht hier drin. Können wir jetzt eigentlich mal rausnehmen. Bogen, Regeneration, okay. Wurfwaffenspezialisierung. Und dann würde ich sagen, sind wir auch ready to go? Wir gucken einfach mal, wir starten hier auch. Including of your armor. Ah, okay. Wie viel haben wir denn hier? So, wir sollen mal kurz Boas killen. Wir haben. Ich sehe gerade, ich muss hier noch was. Muss hier noch kurz was einstellen. Und zwar hier Addons. Weapon Swing Timer. Shore Border. Shore Border. Zack. Ah, okay. Ach du Scheiße. Haben wir eigentlich unser Dingens drin? Weiß gar nicht, ob wir. Und wir machen hier auch mal Schriftgröße auf 16 im Chat. Haben wir unser
Wir haben übrigens schon mehr als genug. Was wollte ich denn jetzt? Mein Gott, bin ich lost. Haben wir unser... So, Moment. Kaufen erstmal hier. Ja, wird an sich ganz entspannt. Ne? Wir gucken mal, was hier so ein bisschen abgeht. Train Rocket Biter Weapon, okay. Rocket Biter Weapon. Waffe des Felsbeißers. Ja. Haben wir hier neu. Ah, okay, das ist ein Buff für uns, ja. Die Waffe des Schamanen Magie, Schamanen Magie erfüllen und so die Nahkampf 29 erhöhen, was bei Nahkampfangriffen zusätzliche Bedrohung ermöglicht, wenn die Waffe benutzt wird. Hält 5 Minuten lang an. Ah, ist ja interessant, okay. Jetzt haben wir übrigens auch die Quest, die Eber zu killen. Und ja, ich bin gespannt. Ne? Wir werden einfach mal reingehen. Wir werden einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Und die Parts werde ich so in 20 bis 25 Minuten machen. Also auch nicht allzu lang. Dass man auch immer noch... dass man auch immer noch die Möglichkeit hat, das ganz entspannt zu gucken. So, mit Nahkampf machen wir jetzt eigentlich auch genug Schaden. Das geht schon. Und dann sind wir jetzt sogar schon... Haben wir jetzt sogar schon hier ein Level up auf ganz entspannt. Ja, am Anfang geht das alles noch recht schnell, ne, würde ich sagen. Können wir dem hier auch mal einen Hammer geben. Und das Levelgebiet ist ja auch zum Glück jetzt dadurch, dass wir schon in Phase 2 sind. Und viele der Leute gar nicht mehr hier in diesem Gebiet sind, einfach weil viele schon weiter sind. Sind wir ja eigentlich relativ stabil unterwegs. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich wissen wollte. Wir haben auch einen Add-on. Das nennt sich... Ne, nicht disabled. Damals doch, perfekt. So, wenn ich ein Mana-Addon, genau. Mit dem wir auf jeden Fall spielen wollen, um immer diese 5-Sekunden-Regel zu sehen. Das ist eigentlich immer ganz gut. Und ja, für die Leute, die meinen Kanal auch noch nicht kennen, ne, ich bin leidenschaftlicher WoW-Spieler. Schon seit 2009 ungefähr. Also sind jetzt schon ein paar Jahre, die ich auf dem Buckel habe. Und ja, ich habe tatsächlich mit WOTLK damals angefangen. Allerdings war WOTLK damals schon relativ, ja, relativ weit fortgeschritten, kann man sagen. Sodass ich da auch gerade Burning Crusade und Classic eigentlich, ja, nichts mitbekommen habe, tatsächlich. Da war ich auch einfach noch viel zu jung. Und ja, ich würde sagen, das ist eigentlich eine gute, perfekte Gelegenheit, hier mal reinzugehen. Und ich kenne die Season of Discovery schon. Ich habe schon, ne, 3 Chars habt ihr gesehen, habe ich schon gespielt. Allerdings ist das auch jetzt nichts Wildes, wo man sagen kann, oh mein Gott, der hat jetzt hier krassen High-End-Level-Content irgendwie gespielt oder so. Das ist sowieso nicht der Fall. Zumal jetzt hier auf dem PvP-Server ist es so gesehen auch ja, mein erstes Mal. Mein erstes Mal. Nee, Shaylazar habe ich ja auch auf dem PvP-Server, stimmt. Shaylazar habe ich ja auch auf dem PvP-Server. So, ich würde mal ganz kurz sagen, Fenster freigeben. Hier so ein bisschen runter und dann... Hier so ein bisschen... hoch, so. Dann passt das mit der Kamera auch ganz gut. Und ja, deswegen habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ich hoffe... Ihr seid auch dabei oder habt Spaß daran. Season of Discovery würde mich auch interessieren, ob ihr auch aktuell selber noch aktiv spielt, ob ihr es mal angezockt habt. Oder ob ihr wirklich noch dabei seid. Das würde mich sehr interessieren. Könnt ihr mir gerne dann mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und ja, was haben wir denn hier? Gut, der hat jetzt hier den Sarkov umgebracht. Ich würde sagen, an der Zeit, wo wir jetzt hier warten...
Können wir schon mal ein paar andere Viecher hier kloppen. Ah, guck mal auf, ganz entspannt. Ist er da direkt wieder am Start. Gut, unsere Nahkampfwaffe sollten wir natürlich auch leveln, ne? Und es ist auch geil, dass wir uns heilen können als Schamane. Das feiere ich übelst, um ehrlich zu sein. Heilen ist immer sehr, sehr wichtig. Zeigt mir hier oben an, dass unsere Grafikkarte 76 Grad hätte. Wundert mich aber, um ehrlich zu sein. Kann ich fast gar nicht glauben. Aber gut. Kann natürlich sein. So, wir geben Sarkov natürlich ab hier. Zack. Auch gar kein Thema. Und was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ah, okay. Wir sollen hinten wieder in die Base laufen. Und ja, mit dem Buff geht es auch echt schnell. Ne? Erfahrungsgewinn um 100% erhöht. Durch Quest erhalten ist Gold um 300% erhöht. Also wir machen tatsächlich dann auch scheinbar mehr Gold durch Quests. Was ja auch gar nicht so verkehrt ist. Und ja, ich bin gespannt. Erdschock Level 4. Erdschock auch ein krasser Zauber. Generell, ich habe so gar keine Schamanenerfahrung. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das alles hier aussieht. Und ich habe richtig Bock jetzt. Ich habe lange Zeit überlegt, boah, was machst du als nächstes? Was sollen so deine nächsten Schritte werden? Ich weiß nicht, vielleicht guckt ihr auch gegebenenfalls das Need for Speed Let's Play auf meinem Kanal. Ist zwar gerade bei den WoW-Leuten wahrscheinlich etwas unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz kann es natürlich sein. Und das habe ich jetzt beendet. Also da kommen bis jetzt in den April rein. Kommen da die ersten Folgen und das wird auf jeden Fall zum einen wild, zum anderen habe ich dann aber auch überlegt, gut, was kannst du als nächstes machen? Vendor Trash, okay. Was kannst du als nächstes machen? Und ja, da war so ein Season of Discovery Let's Play. Erstens, weil ich selber Bock drauf habe. Zweitens auch, weil es vielleicht auch den einen von einen oder anderen von euch interessiert. Eigentlich ziemlich cool und naheliegend. Deswegen bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, es kommt gut bei euch an. Und wie gesagt, wir werden hier die Phasen durchleveln und so. Und was braucht ihr? Gegebenenfalls. Ah, okay, uns fehlt 79. Zum Sieg. Uns fehlt hier ein bisschen was, scheiße. Warte mal, reicht das, wenn wir. Reicht das, wenn wir die Sachen verkaufen? Ah, guck mal, es reicht. Genau, perfekt. Perfekto. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Aber ist auch nicht schlimm. Wir holen uns den Erdschock. Auch sehr, sehr cool. Genau, wir werden die Phasen hier in Season of Discovery schön durchleveln. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt haben wir hier, da müssen wir noch die Quest annehmen. Und ob wir dann den Endgame-Content irgendwann mal spielen, die Raids und so, das lasse ich dann jetzt mal aus und vor. Könnte natürlich gut sein, wenn wir da irgendwie eine Gruppe finden, die da Bock drauf hat oder so, ne? Vielleicht auch irgendwie eine Community-Gilde, Community-Gruppe oder so, das wäre natürlich auch sehr cool. Also wenn ihr da Bock drauf habt, auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da sagt, oh ja, das wäre was für mich. So. Das ist zu weit entfernt. Beziehungsweise ob ihr dabei wärt. Weil dann könnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, ne, wenn wir mit so einer Community-Gruppe oder so, mit so einer kleinen, aber feinen Gruppe da irgendwie ein bisschen durchstarten können. Das wäre schon sehr, sehr cool. Also wird sich ja dann auch mal zeigen, je nachdem wie aktiv wir auch sind, je nachdem wie aktiv ihr in Season of Discovery seid. Ja, kann natürlich sein, dass ihr. Was haben wir denn? Jihadisches Symbol. Kill Scorpid Workers. Okay, also wenn wir jetzt hier ein paar Quests bekommen. Ja, je nachdem wie aktiv wir da sind, dann können wir das schon gerne machen. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Hätte ich jetzt eher weniger ein Problem mit. Vor allem macht es ja dann in der Gruppe auch dann nochmal viel, viel mehr Bock. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier gerade auf Lone Wolf, auf dem PvP-Server. Ich habe mir jetzt absichtlich diesen Server ausgesucht, gerade weil wir hier eh schon einen Horde-Charakter haben und ich den Schamane, logischerweise, auf der Hordenseite jetzt anfangen wollte. Und ja, deswegen. Nur damit ihr da Bescheid wisst, ne, dass wir das so auf diese Art und Weise machen. Und hier haben wir Scorpid-Arbeiter, die haben wir da hinten schon gemarkert. Da können wir dann hin.
Ja, ist halt cool, wenn jetzt das Gebiet so, sag ich mal, relativ leer ist, dass wir hier sehr, sehr frei agieren können und uns hier kaum Kopf irgendwie machen müssen, weil wir hier alles für uns alleine haben. So. Und dann bin ich halt auch sehr gespannt, wie der Schamane so unterwegs ist. Aber bis jetzt tatsächlich schon im Low-Level-Bereich, obwohl ja hier quasi noch gar nichts ist, außer Blitzschlag, Erdschock und hier Waffe des Felsbeißers, mag ich diese Combo sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich auch überlegt, ob nicht vielleicht auch ein Jäger was für mich wäre, so diese Combo ein bisschen aus Nahkampf, Fernkampf. Aber ich weiß gar nicht, ob das da tatsächlich so mega der Fall ist. Boah, also Erdschock geht auf jeden Fall schon gut. Warte mal, unterbricht außerdem das Wirken von Zaubern. Was steht da? Von den 2 Sekunden ist die Art und so. Boah, krass, das unterbricht sogar Zauber. Das ist heftig. Hauen wir mal ein bisschen so drauf. Geht ja auch schnell genug. Ah, guck mal, da ist ein Peon. Den können wir mal richtig auf den Kopf kloppen. Der Kollege kriegt jetzt einen Dänemann. Für was für ein Ork ihr mir halten? Ja, für was für ein Ork ihr mir halten? Ah, guck mal, da ist noch ein Scorpit. Mach einen Blitzschlag. Into Erdschock. Richtige Mechanics hier am Start. Und dann können wir einfach schön wieder draufhauen. Ja. Troll auch tatsächlich für mich perfekt, das Volk dafür. Passt einfach optisch gut. Spontanzauber, auch immer ein Schmackofatz. Muss man sagen. Und wir droppen da scheinbar oder sollen da scheinbar irgendwas von den droppen. Bin mal gespannt. So, zack, hauen wir einmal so drauf. Jetzt ist die Frage, geht der schlafen? Nein, geht der nicht. Okay, der will arbeiten. Und dem müssen wir mich natürlich auch auf den Kopf hauen. Ja, und wie gesagt, wir werden das so machen. In Classic haben wir auch sehr, sehr viele Laufwege tatsächlich. Wie ihr alle wisst. Ich werde das so ein bisschen versuchen, gerade jetzt im Rahmen des Let's Plays, ein bisschen zu komprimieren. Weil ich kann die Aufnahme tatsächlich stoppen und dann wieder laufen lassen. Und ich würde halt gucken, dass wir das so ein bisschen, ja, zumindest so hinkriegen, dass es sich nicht so lang streckt oder wir nicht irgendwie Phasen haben, wo wir dann gefühlt nur 10 Minuten irgendwie unterwegs sind und so. Das ist natürlich dann so ein bisschen blöd für so eine Folge. Ich denke mal, ihr werdet dann da auch nichts verpassen. Wenn ja, würde ich wieder einschalten oder euch zumindest Bescheid sagen, was passiert ist. Genau, aber ansonsten solltet ihr da, denke ich mal, nicht großartig was verpassen. Ach, guck mal, equipte Diadalik Symbol, eine neue Fähigkeit, nachdem ihr 10 mal Naturschaden erlitten habt. Nachdem ihr 10 mal Naturschaden erlitten habt, okay. Eigentlich müssen die uns doch Naturschaden machen, oder? Eigentlich müssen diese Scorpion Kings hier uns mal ein bisschen Naturschaden geben. Soweit ich weiß. Ah, guck mal, da. Ah, sehr, sehr cool. Ja, das geht schnell. Inspiration aufbauen, baut Inspiration auf. Käferauge. Da hinten ist ein. Und wir haben jetzt. Ah, wir haben den 10. Stack. Zauber, Brustteil prägen, Überladung. So, Relikt erlernen. Oh yes, sehr geil. Unsere erste Rune.
Ah, hier, Überladung, Brust. Verleiht euren Zaubern Blitzschlagketten, Heilung, Welle der Heilung und Lava Ups eine Schwemme von 50% kostenlos einen zweiten ähnlichen Zauber auf das gleiche Ziel auszulösen. Dieser verursacht nur halben Schaden, erzeugt keine Bedrohung. Ja. Das Blöde an der Sache ist, wir haben nur keine Brust. Die haben wir verkauft. Ah, vielleicht können wir die gleich wieder zurückkaufen oder so, maybe. Vielleicht können wir die gleich wieder zurückkaufen. Und jetzt kriegen wir hier von den Kollegen kriegen wir nichts mehr. Aha. Das ist ja auch lustig. Ein Gürtel. Ein Gürtel hilft uns nicht. Ah, guck mal, und da ist wieder einer am Pennen. Den kloppen wir direkt wieder um Dez hier. Einer um Dänemann gibt's da. Hallo? Oh mein Gott. Da gibt's direkt einen drüber. So, wir machen hier die Big Play. Zack. Weg ist er. Aus dem Leben. Gescheppert, was bringt das eigentlich? Angriffs- und Zaubertempo erhöht, okay. Ah, guck mal. Boah, das ist so nice mit dem Unterbrechen, ne? Das ist ja übergeil. Das ist ja wirklich, wirklich cool. Da hinten sind Skorpionsarbeiter, die nehmen wir nochmal mit. Ja, wir haben jetzt leider keine Brust, ne? Das heißt, wir können unsere erste Rune gar nicht drauf machen, ob wir wollen oder nicht. Das ist ja tatsächlich lustig. Ja, pass auf, ich würde sagen, wir laufen einmal zurück. Wir gucken, ob wir unsere Brust zurückkaufen können. Weil dann könnten wir sie theoretisch ja auch wieder anziehen. Ist jetzt natürlich ein bisschen Laufweg, aber mein Gott. Dann könnten wir sie anziehen. Hier haben wir übrigens noch ein Dings. Schwere Rüstung können wir nicht tragen. Ja, das könnte man alles verkaufen. Das ist alles nur Trash. So, hier nochmal schön die Waffe des Felsbeißers natürlich reaktivieren. Auf ganz entspannt. Ja, es war doch bis jetzt ein ziemlich erster, cooler, erfolgreicher Part. Und Level 5 schon, ey. Nach, gut, jetzt 22 Minuten. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Rückkauf, da, guck mal. Da. Die Weste hier, die kaufen wir uns jetzt mal zurück. Dann können wir hier wenigstens Überladung reinmachen. Auf jeden Fall schon mal ein erster, gar nicht so verkehrter Skill. Würde ich sagen. Vor allem, wenn wir da wirklich kostenlosen Blitzschlag irgendwie dann nochmal rauskriegen. Dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, irgendwie Blitzschlag zu spammen in der Hinsicht. Mal gucken, ob es klappt. Werden wir jetzt sehen. Probieren wir es nochmal aus. Dann würde ich sagen, soll es das dann auch schon, nachdem wir es ausprobiert haben, gewesen sein für diese Folge. Ne, wie gesagt, ich will das gar nicht so krass irgendwie in die Länge ziehen. Das soll ganz entspannt zum Gucken sein, dass ihr das auch euch gut geben könnt. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, während der Mittagspause oder was weiß ich. Irgendwie abends mal kurz für 20, 25 Minuten. Deswegen möchte ich das gar nicht unnötigerweise so arg in die Länge ziehen. Fauler Peon, da haben wir einen. Der kriegt jetzt wieder einen auf den Dez. Der Kollege. So. Ist gut. Und. Wo haben wir denn den nächsten? Ah, das ist ja jetzt kein fauler Peon mehr. Aha, da ist noch ein Kollege. So, wir packen mal Blitzschlag. Ah, oh, okay. Aber es geht aber schon gut ab hier. Ja. Ja, nicht verkehrt. Hier unterbrechen wir den schön. Guck mal, ach. Das löppt doch der Lachs. So, ich würde sagen, wir können noch kurz mal.
warten, bis der eine Mana-Tick hier durch ist. So, warte mal, wie hoch ist die Chance dafür nochmal? Von 50%, okay, das ist ja gar nicht so wenig. Und ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir lassen es auch bei diesem Part erstmal sein. Ne? Wir haben es jetzt ausprobiert, die erste Rune, wir sind Level 5, also auf einem guten Wege. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben lassen, da lassen, Abo nicht vergessen, damit würdet ihr mir sehr helfen und mich sehr unterstützen und würdet natürlich auch nichts mehr verpassen. Und ja, in dem Sinne sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Haut da rein, euer Zeranos. Ciao, ciao.